aber ich glaube, das ist schon okay. Religion wird demnächst verschwinden. Ich glaube, das ist okay. Wir könnten dann in München hier bei Freising noch die Wälder ausbauen. Warum eigentlich nicht? Ja, das war es aber schon wieder. Erding, wo kommt denn bei München die nächste Stadt hin? Hier. Irgendwo. Oder hatten wir da schon eine Stelle? Oder haben wir gesagt, wir wollen sie hier hin? Hier hin wollten wir sie, glaube ich, hinmachen, oder? War das nicht so, dass wir sie hier hin machen wollten? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Na gut, das ist München und dann haben wir Canterbury. Canterbury kriegt hier seine neue Stadt, da oben. Das ist eh schon klar und können wir in Canterbury irgendwas Vernünftiges ausbauen? Ein Upgrade gibt es leider nicht, weil wir das noch nicht erforscht haben. Wir könnten hier vielleicht noch ein Holzfällerlager bauen. Das könnten wir machen, auch wenn das nicht so viel bringt. Kurz mal in die Arbeiter gucken. Das passt aber alles. Bis aufs Arbeitshaus hier. Die Holzfällerlager sind noch nicht voll besetzt. Tiefes Bergwerk ist noch nicht voll besetzt. Also da gibt es noch genug Platz. In Delhi. Wie schaut es in Delhi aus? Auch die brauchen Glaube. Die haben aber auch noch Platz im Steinbruch zum Arbeiten. Gut, wir hätten da sogar tatsächlich noch Eisen zum Umwandeln. Das könnten wir gucken. Hier ist auch viel Öl. Delhi bräuchte, glaube ich, Holz. Das war das Problem, aber die haben sich immer noch nicht hier ausgebreitet. Und ihr braucht Holz, genau, ihr braucht Holz. Das funktioniert aber noch nicht. So, Trevarorum, unsere neue Stadt. Da könnten wir. Oh, eine zerstörte Stadt ist hier. Ja, wir brauchen ja hier eh nochmal eine Stadt. Wo bauen wir denn die Stadt von Trevarorum hin? Wir könnten die hier hinbauen. Wir könnten sie aber auch hier hinbauen, was ich eigentlich ganz cool fände. Hier ist auch noch eine Stadt gewesen. Hier hin, dann hätten wir nämlich eine schöne Holzfällerstadt. Da ist wahrscheinlich die bessere Wahl. Oder hier oben hin, um uns hier auszubreiten. Das wäre auch ziemlich gut. Wir bräuchten hier wahrscheinlich einen Außenposten. Hier einen Außenposten hin. Das wäre gar nicht schlecht. Können wir einen errichten? Ich glaube ja. Ja, wir können hier einen Pionier erstellen. Und dann den Außenposten hier hinbauen für Trevarorum. Und dann können wir Trevarorum ausbauen. Ja, hier oben. Das machen wir. So machen wir es. Sehr gut. Ihr bleibt bitte hier. Das passt schon. Sehr gut. Dann nächste Runde. Jetzt haben wir auch ein bisschen die Verbesserungspunkte mal eingesetzt. Hier im Late Game ist es gar nicht mehr so wichtig, dass man jetzt hier. Also, ich weiß, manche Leute stehen da voll drauf, dass man da jedes Detail tatsächlich dann nochmal optimiert, aber so ganz so wichtig ist es nicht. Hier können wir einen Diplomaten angreifen, dann werden wir hier den Bogenschützen dazu schicken. Dann haben wir eine reine Bogenschützenarmee. Ihr geht dorthin, ihr geht dorthin. Sehr schön. Und ihr geht auch dort hoch. Okay. Dann haben wir hier unsere krasse Armee, die geht jetzt hier runter durch den Wald. Dort die Armee, die auch noch Unterstützung brauchen kann von denen hier. Könnten wir eigentlich auch zusammenfassen, ne? Mein Kaifeng oder Aomori. Aomori könnte ja von denen auch angegriffen werden, eigentlich von den beiden hier. Ich gehe mal hier hin. Leider können wir da nicht so viel zu weit marschieren. Und unsere Schiffchen. Unsere Schiffchen auf der Welt, auf Weltreise. So, wunderbar. Dann der Alchemist. Ja, jetzt schaue ich nochmal. Sehe ich hier irgendwo alchemistische Arcaniumskräfte? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Also ich glaube tatsächlich, das Arcanium gibt es nicht mehr, weil wir jetzt nicht mehr im Zeitalter der Alchemie sind. Und das war ein Grafikbug, dass es uns hier angezeigt wird. Ist ein Grafikbug. Das ist nämlich die einzige Stelle im ganzen Spiel, wo es angezeigt wird. Und das ist ja schon merkwürdig, oder? Würde ich mal sagen. Pergamon ist wahrscheinlich von den Griechen erobert worden. Also die Chinesen haben das von den Griechen gestohlen, würde ich mal sagen. Und dafür haben die Griechen wiederum Shenzhen angegriffen und erobert. Sehen wir hier irgendwo Alchemie? Ich sehe hier nirgends Alchemie. Das wird weg sein. Ja. Das wird wahrscheinlich sehr wahrscheinlich weg sein. Ich sehe es einfach nicht mehr. Dann werde ich den jetzt auflösen hier. Der kostet nämlich auch Unterhalt oder müsste eigentlich Unterhalt kosten. Gut, ihr bleibt hier stehen, das passt soweit. Und jetzt gehen wir hier Richtung Pergamon. Die Frage ist, wollen wir vom Fluss aus angreifen? Und ich würde sagen, nein, wir gehen über den Fluss und können dann Pergamon angreifen. Pergamon hat einen Wehrturm sogar und ist aber schon geschwächt, weil Pergamon wahrscheinlich schon von den Griechen angegriffen worden ist. Das ist natürlich schön. So, der soll hier hin und hier einen Außenposten errichten. Nächste Runde dann. Und Kyoto hat den großen Tempel gebaut, braucht immer noch Glaube und braucht aber auch Hygiene. Und für die Hygiene
Da hätten wir theoretisch was, aber das haben wir schon gebaut, nämlich die Wasserbetriebe. Na gut, Kyoto braucht Hygiene, müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Werde ich mich gleich drum kümmern. Jetzt die Frage ist, bauen wir lieber die Einkaufszentren oder bauen wir lieber das Schatzhaus? Ja, wir fangen mit den Einkaufszentren an. Diplomatiepunkte, Kulturpunkte. Kulturpunkte sind immer gut. So, Kyoto braucht Hygiene. Ja, der Müllhaufen wird auch nicht bearbeitet. Können wir irgendwo, ich würde sagen hier von den Holzfällern, können wir gut jemanden wegziehen. Packen den hier hin und jetzt passt es wieder. Sehr gut. Dann Canterbury ist, glaube ich, das Problem und bei Delhi ist auch, glaube ich, das Problem. Okay. In München haben wir den Parfümeursladen abgeschlossen, können jetzt ein Stromnetz bauen. Ach, ich weiß nicht, warum wir den Parfümeursladen gebaut haben, weil es das letzte Gebäude war, das wir überhaupt bauen konnten. Und jetzt kommt das Stromnetz. Wir brauchen aber auch in München tatsächlich Hygiene und auch hier wird der Müllhaufen nicht bearbeitet. Wen können wir hier am besten abziehen? Ich würde sagen, einen der Holzfäller. Ne? Einen der Holzfäller ist zwar nicht optimal, aber es ist immer noch besser als anderes. Weil Essen haben wir jetzt hier nicht so mega viel und da sollten wir das schon so... Ja, finde ich gut. Sehr schön. Leipzig, wie schaut es hier aus? Da ist es super alles und in Kyoto bräuchte man theoretisch auch noch ein bisschen mehr Glaube. Gut, dann können wir auch schon wieder in die nächste Runde gehen. Und schauen wir mal, ob wir jetzt gleich China angreifen. Da bewegt sich irgendwas. Da bewegt sich, ist auch eine chinesische Armee, ja, schaut mal. Aber es ist eine Armee aus Entdeckern. Ich glaube nicht, dass die Chance haben, hier gegen diese Städte vorzugehen. Das ist ein griechischer Entdecker. Interessant. So, diese Armee kann jetzt hier Pergamon angreifen. Und, ach, schaut mal, wir sehen jetzt hier oben auch, wie die Miliz und der Wehrturm steht. Wir werden keinen Schaden erlitten und verursachen mittleren Schaden. Das hört sich doch gut an. Machen wir das. Hatten wir hier eine Kanone dabei? Ja, hätten wir sogar gehabt. Aber die brauchen wir nicht. Das passt. Haben wir jetzt so auch schon erledigt. Die Stadtmiliz ist immer noch Miliz Nummer 6. Stimmt das? Ja. Ja, die sind immer noch im 6. Zeitalter, die Chinesen. Und nicht im 7. Aber die Frage ist, wann kommen sie ins 7.? Wahrscheinlich bald. Und wir haben keine besseren Einheiten immer noch. So. Sehr schön. Können wir mit denen hier weitergehen. Hier ist eine Armee, die wir sogar ganz gut angreifen könnten. Machen wir das doch. Obwohl es hier über den Fluss ist, können wir die super gut angreifen. Wir können hier vorher aber noch ein Upgrade machen. Auch gut. Und können jetzt angreifen, verursachen schweren Schaden und bekommen selber keinen Schaden. Mal schauen, ob das auch wirklich stimmt. Weil wir haben ja die Flussüberquerung. 40% Vorteil für unsere Gegner. Aber die haben zwei Kanonen. Vielleicht sind die schwach. Schwach gegen Landeinheiten und stark gegen Mauern, könnte ich mir vorstellen. Steht hier irgendwas? Nee, da steht nichts. So, das ist schon eine ganz schön krasse Schlacht. Also wir nehmen schon auch Schaden. Also zum Beispiel hier unser berittener Schütze ist schon echt in Bedrängnis. Von wegen, wir bekommen keinen Schaden angeblich. Aber jetzt haben wir schon bis auf die Kanonen. Ja, jetzt ist nur noch eine Kanone vom Breakdown übrig. Das sehe ich sogar. Die jetzt auch raus ist aus dem Kampf. Und dann haben wir drei Einheiten vernichtet und zwei haben wir stark geschädigt. Sehr schön, haben die dann auch da hinten raus vertrieben. Wir können uns dann Shanghai und Kusneck widmen mit diesen Armeen. Sehr gut. Dann kommt diese Armee hier hin. Hier haben wir auch noch eine volle Armee. Der gehen wir mal auch hier hoch. Das ist auch eine volle Armee, mit der gehen wir hier rüber. Ihr geht hier hin, bekommt einmal Verstärkung. Und die müssten ja dorthin gehen. Das können sie auch. Okay, dann haben wir jetzt hier alle Armeen vollzählig. Das ist doch fantastisch. Hier haben wir noch eine sehr, sehr coole Armee. Die kommt mal hier runter und ihr greift hier den Entdecker an. Mit eurer coolen Kanone da. Pam. Witzig. Okay, cool. Ein bisschen Sorgen macht mir diese Entdeckerarmee, die hier gesichtet worden ist. Wo ist die denn? Da. Diese drei Entdecker, ob die nicht vielleicht doch die Städte angreifen können und vielleicht sogar eine erobern können. Es wäre sehr unschön. Weil dann müssten wir wieder zurück. Mit Reverum verbunden, das passt. Dann müssten wir wieder zurückmarschieren und die Stadt zurückzuerobern. Hätte ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Aber ich denke mal, drei Entdecker, das dürfte nicht gehen, dass die eine unserer Städte erobern. So, diese Armee kann theoretisch Wuhan vernichten. Oder sie geht hier oben rum. Oder sie geht nach Amori. Ich glaube, das ist auch das Sinnvollste. Wir haben ja hier unseren Anführer. Der hat inzwischen eine Erfahrung von... Wo steht das? Hier. Maximale Kampferfahrung. Nee. Kaiserliche Garde. Was? Wo? Wo steht denn die Erfahrung? Ich sehe es gar nicht. Die muss doch hier irgendwo stehen. Oder wenn ich da drauf gehe vielleicht.
Nee. Taktik 8, Bewegung 5, Moral 40. Ich sehe die Erfahrung gar nicht. Aber vielleicht sehen wir es, wenn wir hier hingehen. Ja, 18 hat er jetzt. Vorher, glaube ich, waren es 12. Wir brauchen 30, um das hier freischalten zu können. Und das kriegen wir bald hin. Das kriegen wir bald hin. Wir können sogar jetzt schon angreifen, würden leichten Schaden erleiden und würden großen Schaden verursachen. Und das mache ich auch. Komm, wir sind mutig. Solange die Chinesen nur die Stadtmiliz Nummer 6 haben und eben noch nicht die Stadtmiliz Nummer 7, sollten wir das ausnutzen, dass wir möglichst schnell die Städte der Chinesen angreifen. Damit bekommen sie auch weniger Wissenschaftspunkte, weil sie ja Städte verlieren. Und dadurch müsste dann eigentlich wieder die Forschung länger dauern bei ihnen. Ob da dieser Zusammenhang auch richtig ist, ich weiß es nicht. Aber schaut mal, ich glaube fast, wir können diese Stadt erobern. Krass. Wir erobern diese Stadt. Kommt, zerstört den Turm. Ja, nein, Mist. Der letzte Schuss hätte noch auf den Turm gehen müssen eigentlich. Das reicht nicht, gell? Nee. Ach, der letzte Schuss hätte auf den Turm gehen müssen, dann hätten wir es geschafft. Aber wir können mit denen... Nee, mit denen können wir gar nichts. Okay. Dann nächste Runde. So. Hier wieder Weltreise. Ah, hier ist eine Barbareneinheit. Sehr schön. Gut, ich würde sagen, dann kommt schon die nächste Runde und wir können in dieser Aufnahme sogar China noch erobern, würde ich fast sagen. Wir kommen hier leider nicht durch. Doch, wir haben Durchgangsrecht durch das kriegische Gebiet. Das haben wir tatsächlich. Okay, nächste Runde. Schauen wir mal, was uns jetzt gleich erwartet. So, hier werden wir beschossen, denke ich mal. Da ist irgendeine Armee aufgetaucht. Das ist, glaube ich, ein Diplomat oder was. Was, ein Händler? Das war, glaube ich, ein Händler. So, Chaos, Ausschreitungen. Es gibt immer mehr Gerüchte, dass die Arbeiter in den Fabriken von Deutschland seit der Einführung der Massenproduktion von schlechten Arbeitsbedingungen berichten. Diese Arbeiter werden nicht mehr lange friedlich in den Fabriken arbeiten. Das würde bedeuten Unruhe. Das wollen wir nicht, wir zahlen Gold. Ist aber kein Problem, können wir uns locker leisten. Und zwar hier unten irgendwo. Hier, da ist dieser Händler, den können wir jetzt beschießen. Und das ist ja auch schon weg, sehr gut. So, diese Armee, die jetzt ja vollständig ist. Ich würde erstmal hier sagen, wir greifen hier nochmal an. Dann sollten wir diese Stadt erstmal erobern. Da ist nicht mehr viel übrig, ne? Sehr gut. Damit haben wir die Stadt erobert, bekommen natürlich wieder Chaos. Aber dadurch gehört jetzt auch das uns. Und hier sehe ich einen Außenposten, den wir auch noch vernichten müssen. Gut. Ihr greift hier den Entdecker an. Mal schauen, was da passiert. Pam. Pam. Okay. Und pam. Sehr gut. Den haben wir jetzt endlich mal besiegt. Ihr kommt hier runter. Mit dieser Stadt anzugreifen. Wir können von hier nach Shanghai gehen. Diese Armee, die kann auch wieder abgegradet werden. Die Frage ist, nehmen wir die Feldhaubitze oder nehmen wir lieber das Maschinengewehr? Ich schätze mal, das Maschinengewehr ist der Arquebusier, der hier abgegradet wird dann. Ich glaube, ich nehme das Maschinengewehr. Ja, ist der Arquebusier. Sehr schön. Und dann könnten wir hier wieder angreifen und würden keinen Schaden nehmen, würden mittleren Schaden verbreiten. Das machen wir. Das ist das Überbleibsel von der Armee, die wir vorher gerade besiegt haben. Sehr gut. Und das war's. Wunderbar, dann stehen wir vor den Toren von Kusnek. Und können immer noch upgraden, sehe ich gerade. Das hätten wir mal vorher machen sollen. Dann werde ich immer die Feldhaubitze und das auch holen. Gut. Hier beschleunigen wir natürlich wieder und werden dann entweder in München oder so. Schauen wir mal, wo wir die nächste Stadt errichten. Ich glaube in München. Gut, ihr kommt dann mal hier runter nach Recife, um dort zu erobern. Na, hier sind leider Felder, wo wir nicht so gut durch können, so Hügelfelder und so. Das wird uns noch ein bisschen aufhalten, aber gut, dann ist das halt so. Gut, die haben Pergamon erobert, könnten auch nach Kusnek weitergehen, weil da auch unten ist als Griechenland. Oder wir gehen hier nach Louis Vuitton oder wie auch immer diese Stadt heißt. Das werde ich auch machen. Oh, hier sind ja viele Feinde. Sehr gut, das bedeutet viele Kriegspunkte, wenn wir die alle hier besiegen. Neuigkeiten aus dem Ausland. Griechenland und China haben ihren Krieg beendet. Das wundert mich nicht tatsächlich, dass die Chinesen, die jetzt hier nach Frieden betteln, Frieden wollte ich natürlich sagen, nach Frieden betteln, weil sie von uns überrollt werden. Wir haben hier eine chinesische Region, dann hier noch eine chinesische Region, wo wir schon vor den Toren stehen, einen chinesischen Vasall und noch eine chinesische Region. Also drei Regionen. Einen Vasall und einen Außenposten. Der Außenposten fällt nächste Runde mit dieser Armee. Die hier werden sehr bald fallen mit dieser Armee. Die fallen sowieso dadurch und die gehen dorthin und die gehen da drüben hin. Also das wird es nicht so lange mehr gut gehen. So, zwei Runden, bis wir die Toleranz haben. Wir könnten was anderes machen währenddessen. Bestechen, Vasall integrieren, möchte ich aber alles eigentlich nicht. Brauchen wir nicht. Gut. Leipzig hat die öffentliche Bibliothek gebaut. Sehr schön.
Dann würde ich fast sagen, Luftverteidigungsanlage brauchen wir wahrscheinlich nicht. Militärbasis, ja. Militärbasis holen wir uns. Wir holen uns die Militärbasis und hier haben wir uns die Bibliothek. In Kyoto. Und ich werde auch schon gleich das nächste nehmen, nämlich gleich das Schatzhaus auch. In Canterbury. Schule der Alchemie ist gut. Und dann Bibliothek. Jawohl, wir wollen Wissen. Wir wollen Wissen, wir brauchen Wissen. Hier hätten wir auch die Militärbasis, hier hätten wir auch die Bibliothek noch zu bauen. Und das Einkaufszentrum finde ich eigentlich auch ganz gut, was auch noch Kultur bringt. Machen wir das so. Perfekt, gut. Eine neue Technologie wollen wir haben. Da haben wir die Militarisierung, deswegen konnten wir jetzt auch upgraden zum Maschinengewehr. Und zur Feldhaubitze könnten wir auch upgraden. Sehr schön. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, jetzt ist es soweit, jetzt machen wir hier die Regierung, um hier dann auch noch diesen Zeitalterpunkt freizuschalten, also diesen Joker-Sozialgefüge-Punkt, werden wir auch diese drei Sachen jetzt hier noch erforschen. Gut, Kulturgrad wollten wir verwenden, richtig? Und ich glaube, das machen wir in München. Da hatten wir ja gesagt, wir machen hier irgendwo eine Stadt hin oder hier. Ich meine, auch in München könnten wir eigentlich hier, obwohl, wir können hier die Stadt hinbauen. Schaut mal, hier sind dreimal seltene Erde. Das wäre für München eigentlich auch sehr interessant. Das machen wir. Komm, Kulturkraft verwenden. Stadt gründen, hier hin. Bad Sulza. Und dann sollten sich eigentlich diese Felder hier, also zumindest die beiden, die hier leider nicht, dieses Feld leider nicht, aber das könnte sich dann auch zu Canterbury wieder zuschlagen. Mal schauen. Ich finde es ganz gut. Gut. Oh, wir haben hier eine Krise. Die Dystopie-Krise. Warum haben wir hier eine Krise? Chaos-Ereignis in diesem Zeitalter ist größer als 1 oder gleich 2. Oh, das wird uns dann noch beschäftigen. Schauen wir mal. Da muss ich vielleicht doch nochmal umgehen. Zeitalter der Dystopie. Das könnte passieren. Ja, das könnte passieren. Wisst ihr was? Wir werden dann unsere Kulturpunkte in Zukunft da reinstecken, das Chaos zu senken. Haben wir ja die Möglichkeit, hier mit Propaganda das Chaos zu senken. Ich glaube, immer um 10. Das werden wir dann wohl machen müssen, um das Zeitalter der Dystopie zu verhindern. Ich meine, es wäre auch gar nicht so uninteressant, ins Zeitalter der Dystopie zu gehen. Warum eigentlich nicht? Könnten wir auch so machen. Innovationsereignisse dreimal. Ja. Na, schauen wir mal, ob wir da irgendwas hinbekommen. Gut, nächste Runde. Lange wird das Spiel ja wahrscheinlich nicht mehr dauern. Ich meine, China haben wir gleich erobert, danach kommt Griechenland dran und dann war es das, würde ich sagen. Gut, in welchem Zeitalter ist Griechenland? Sehen wir das? Können wir das hier irgendwo ablesen? Hier? Nee. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können. Wir haben hier ein Kulturabkommen mit Griechenland im Moment. Unsere Macht ist sehr viel größer wie die von Griechenland, ungefähr dreimal so groß. Ich glaube, irgendwie kann man das sehen, in welchem Zeitalter die sind. Ich frage mich nur, ob das indirekt nur geht oder ob das auch direkt geht. Sehen wir es hier? Nee. Naja, egal. Wir sehen es ja an der Bewaffnung der Einheiten. So, ihr geht nach Shanghai. Ah, schaut mal, hier ist auch eine Einheit. Hier ist ein Drachenfeuerartillerie. Machen wir die mal. Vernichten wir die mal. Mit unseren Bogenschützen aus dem Mittelalter, aber gut, sind immer noch effektiv genug, wie es ausschaut. Ja, sehr gut. Dann ihr solltet den Außenposten hier zerlegen. Sehr gut. Die Schiffchen machen hier weiter, um Kriegsführungspunkte zu schnappen. Was uns wiederum viel bringt beim Upgrade unserer Einheiten. Die können hier runtergehen. Was ist mit den Entdecker gewesen? Okay, die machen nichts, das ist okay. Dann könnt ihr hier rüber gehen. Das wird natürlich jetzt dauern. Ich meine, wir können auch hier ins Wasser gehen. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Und dann hier rüber schwimmen und dann sind wir da schneller. Müssten wir schneller sein. So, ihr kommt mal. Ja, ist die Frage. Als nächstes ist ja Griechenland dran. Das wäre eigentlich schlau, wenn wir hier runter auch gingen, ne? Brauchen wir hier oben? Ach, hier ist auch noch Alchemie. Das ist irgendein Fehler. Da ist Alchemie und dort ist Alchemie. Die Schiffe hier sind das Tiefseetransporter. Das ist einmal ein Alchemist und einmal ein Spießträger. Naja, gut. Interessiert mich jetzt nur peripher. Da ist Griechenland unterwegs. Griechenland möchte sich Recife holen, wie es ausschaut. So, oh, die sind jetzt umzingelt von Armeen. Das ist natürlich gar nicht so schlau. Haben wir Kusnek schon erobert? Nein, haben wir nicht. Hat Kusnek irgendwas zur Verteidigung? Ein Wehrturm und Steintürme hätten die sogar. Wir könnten hier... Was ist das denn hier? Das ist ein Decker, das ist ein Alchemist. Das ist nicht so tragisch. Dann hier drin steht ein Ritter.
dann ist hier eine Armee, Anführer, Dragoner und Ritter, und hier ist eine richtig fette Armee. Können wir da mit denen hingehen? Nee, können wir nicht, ne? Das ist eine richtig fette Armee, das ist jetzt die Frage, was machen wir mit denen? Ich glaube, ich schieße einfach mal und lass mich dann hier im Wald angreifen, weil wir hier einen Verteidigungsbonus haben. Machen wir das so.